Guckuck und herzlich willkommen zurück bei Gothic 12. So, wir rennen mal hier mit Ferndiagnose lang. Ich weiß jetzt nicht, stand hier um die Ecke jetzt, da stand noch Razor, Quatsch hier, die Beißer. Die Razor, dort wollen wir jetzt noch nicht haben, der hängt ja am Felsen fest. Ne, hängt er nicht, der hängt am Baum fest. Wo hängt denn der fest? Was ist denn hier los? Oh, dieser, oh, Junge. Jo, das sind jetzt die Dinger da. Das Problem ist bloß, ich kann hier schlecht flüchten. Ich soll nicht flüchten, ich soll kämpfen. Ja, danke. Ah, der hängt so hässlich hier fest. Das ist natürlich sehr schön. So. Wie viel Leben? Er müsste doch eigentlich runterbrennen, genau. Alle beide. Hervorragend. Wie gesagt, das ist ja, das ist super, super mit diesem Spritzschaden hier von dem Feuersturm. Das ist immer wieder klasse, freut mich. Aber diese lange Wartezeit, bis die runtergebrannt sind, das ist eben nochmal das. No. So, was ist denn hier noch? Warte mal. Ich gehe mal, bevor wir jetzt hier hintergehen, zu den Golem-Rätseln. So. Habe ich überhaupt eine stumpfe Waffe? Ich glaube, ich hatte mir eine hier übrig gelassen extra. So. Was war denn hier? Hier habe ich gerade Gitter gesehen. Hier ist ein Gitter. Was ist denn hier hinten? Wir gehen jetzt erstmal, wie gesagt, zu Xardas. Und dann sehen wir weiter. So, hier ist ein Teleporter. Wo führt mich denn der Teleporter dahin? Das ist wieder irgend so ein Ding von Dung hier in Tufadix hier von. Welt der Verurteilten wahrscheinlich hier. Aus dem Welt der Verurteilten Content. Frag mich aber nicht, wie ich dahinter komme. Da. Ich würde jetzt erstmal mit Xardas reden. Der gibt mir einen Auftrag hier mit Orschak und diese ganzen Geschichten. Das kennen wir ja. Jo. Ich müsste ja wirklich mal hier. Mein Hauptproblem ist jetzt, es gibt immer Probleme in Gothic. Ist die Herausforderung. Wir müssen jetzt hier Mana uns organisieren. Gesehen? Der war auf einmal unten drunter. So, Heiltränke haben wir ja. Heiltränke bringen mir nichts, wenn ich kein Mana habe. So. Wenn ich mich nicht verteidigen kann. Was wollte ich jetzt machen? Eine stumpfe Waffe auswählen, genau. Haben wir eine stumpfe Waffe? Wir hatten doch mal eine. Ja. Jo, den Schlägel hier, den Boing. Jo. So. Und die Magier sind zu doof, um das Golem-Rätsel zu lösen. Jetzt mal ganz ehrlich. Das sind Magier. Weisheit, studieren den ganzen Tag irgendwelche Scheiße. Aber ich komme nicht drauf, dass ein Feuer mein Golem mit Eis oder Wasser zu besiegen ist. Und ein Eisgolem mit Feuer. Und das Ding mit einer stumpfen Waffe. Das schaffen die nicht. Das steht nicht in den ihren alten Büchern, was die da haben, oder? Was ist das denn für Quatsch? Ja, komm doch mal aus dem Boden raus da, Mensch. Alter, Junge, lauf doch mal. Da baut sie erst zusammen hier. Oh Gott. Das ist irgendwie keine stumpfe Waffe. Warum auch immer. Weil es ging mal als stumpfe Waffe, oder haben die das wieder ja abgeändert? Ich hatte bei den Mods das Wort abgeändert, ganz ehrlich, wenn du irgendwas hast, wenn du dich auf irgendwas verlässt hier in den Mods, haben sie abgeändert. Ja, bestes Beispiel ist und bleibt natürlich wieder mal Returning. So ist das so eine stumpfe Waffe. Stumpf. Was ist das hier? Stumpf. Stumpf. Ist das stumpf? Was wollt ihr eigentlich von mir? So. Also willst du einmal Returning? Gewöhnst dich dann, lernst das, prägst dir ein, was Sache ist. So, spielst ein zweites Mal Returning. Haben sie abgeändert. Oh, da könnte ich ja, da könnte mir das Messer in der Tasche aufgehen. Oh, Junge, lass doch den Scheiß, wer ist. So, stumpf. Mit einer stumpfen Waffe soll ich dich holen. Komm her hier. So. Funktioniert erwartungsgemäß natürlich überhaupt nicht. Ja, ich habe noch Hammer einstecken. Ein kleiner. Ich weiß, der ist recht schwach, aber. Es ist. Schmiedehammer. Es ist ein Schmiedehammer. Wir hauen jetzt mit einem Schmiedehammer auf den Golem ein. Das ist richtig. Guck mal. So. Stumpf ist wahrscheinlich nicht stumpf genug. So, muss wahrscheinlich irgendwas mit der Fläche vorn dran sein. So. Thank you.
Was habt ihr denn hier schon wieder gemacht, sag mal? Dass das jetzt wieder nicht geht, was ist denn das? Haben wir nicht genug Stärke oder was ist hier los? Also langsam kriege ich echt einen Hass auf die Mod, das muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder haben die Mods hier irgendwas daran geändert oder ich habe nicht genug Power. Weil auf der Brücke, der fiel ja eigentlich auch zusammen. Keine Ahnung, was wir hier jetzt wieder brauchen. Junge, Junge, wir steigen gleich wieder eine Stufe. Das ist ja ganz super, aber... Jetzt erbahnt man sich diesen scheiß Weg hier, ja, und dann sowas. So, warte mal, haben wir irgendwo einen anderen Zauber hier? Warte mal. Ist hier irgendein Zauber, den wir hier anwenden können? Was ist denn das hier? Kettenblitz. Magieschaden. Ich weiß nicht, was ein Kettenblitz macht. Wir probieren das mal. Ich glaube zwar nicht, dass wir mit dem Zauber dem zu Leibe rücken können hier, aber... Funktioniert überhaupt nicht. Entweder kam der Zauber nicht an, oder er hat nicht funktioniert. Oder keinen Schaden gemacht. Ich wäre für Letzteres. So. Ja. Tja. Was habt denn ihr hier wieder gemacht, Mensch? Alter. Da könnte ich wahnsinnig werden. So, Telekinese, jawohl, wir ziehen einen Stein raus mit der Telekinese aus dem Ding und dann fällt das Ding eigentlich in sich zusammen. Wäre natürlich klasse, wenn das so gehen würde. So, ich hätte ja was versucht, aber das ist ja wieder so ein Spießrutenlauf. Ich meine ja mit unseren stumpfen Waffen, die eigentlich bei dem Vieh hier, ich weiß nicht, warte mal, scharf haben wir hier. Ja, scharf. Eigentlich würde ich sagen mit der Spitzhacke. Ja, wir probieren mal die Spitzhacke. Wird sowieso nichts bringen, aber wir versuchen es einfach mal. Die anderen, die halten jetzt nicht für so ein Problem, aber das Ding ist jetzt gerade ein bisschen, naja, belastend. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Oh Gott, was habt denn ihr hier wieder? Das Blöde ist, wir haben Eiszauber. Wir haben drei Magiegattungen. Ich weiß nicht, ob die definitiv ist, ob irgendwas, ob es von den Sumpfis irgendeinen Zauber gibt, der hier helfen würde. Wir kommen natürlich ganz schnell zu den Sumpfis zurück hier. Das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Aber von den Sumpfis wieder hierher zu kommen, das ist die Schwierigkeit. So, warte mal. Ja, was wollte ich jetzt? Ich wollte so schön jetzt vor Xardas gehen in der Folge und was ist? Ja, das sehen wir ja, was ist. Wo haben wir Sumpflager auf der 4? Wir gucken mal. Ich denke da so eher in Richtung Wind Faust. Da steckt ja irgendwo das Wort Faust drin. Ich weiß nicht, ob da die hier irgendjemand da ja was gedreht hat, dass diese Faust, dieser Faustzauber da irgendwo, aber es ist ja immerhin nur Wind. Andererseits, das ist halt schwierig. Wir nehmen mal verschiedene Zauber mit. Wir würden das jetzt mal so machen. Wir nehmen mal Zauber mit. Und um uns die Rennerei zu hier ersparen. Mal sehen, ob wir da vielleicht mal hier uns mit F8 dorthin setzen, ausprobieren, was geht. Und wenn wir das dann wissen, ganz normal uns dorthin zu begeben. Es geht ja nur darum, dass wir das wissen hier. Ich möchte. Ja, was hast du denn für mich hier alles? Du hast hier, warte. Kostet mich jetzt erstmal 50 Kröten hier. Windfaust, wir nehmen mal welche mit, 150. So, Teleport brauche ich nicht. Was hast du denn hier noch? Sturmfaust. Wir probieren mal die Sturmfaust, kostet 90. Nehmen wir erstmal mit. So, dann haben wir hier Telekinese, haben wir selber. Schlaf, Monsterschrumpfen. Ich weiß nicht, ob wir Monsterschrumpfen da in irgendeiner Form weit. 1000 Kröten. So, was ist das? Angst. So, Pyrokinese nehmen wir auch mal mit. So, wir testen noch mal ein paar Sachen. Raserei. Ich weiß nicht, was Raserei macht. So, Schaum. Ich weiß nicht, was Schaum macht.
So, Kontrolle. So, und haben wir jetzt 2050 Kröten, will er jetzt von uns haben. Soll er erstmal testweise kriegen, jetzt speichern wir extra. So, wo ist unser Erz? Das ist hier unten mit dabei. Bei nutzlosen Krempel ist das Erz dabei. Macht Sinn. Ja. Derzeit leben wir, 10 Minuten haben wir auf dem Kerbholz. Ja. Ich sag, speichern das extra, gehen mit der 8 jetzt dort hoch und testen das einfach mal, ob hier irgendein Zauber angewendet werden soll bei dem Ding. Was es da mit diesem Teleporter da in dieser Höhle da auf sich hat. Weil diesen Teleporter, den gab es ja auch schon bei... Der Glaube ist gewachsen, hat sich gefestigt und wurde weitergetragen. Da gehen wir erstmal zu den Wassermagiern. Haben wir Wassermagier hier drin? Seit der Gründung Wassermagier des Lagers. So. Machen wir das jetzt, passen wir. So, das speichern wir. Hier sind wir. Hier waren wir gerade. Das ist jetzt unser Testspeicherplatz, um das rauszufinden. So, ich habe keinen Bock, hier 2000 Kröten auf den Kopf zu hauen für Zauber, die nicht funktionieren. So, die uns nichts bringen. Ja. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass hier da wieder irgendwas hier gemacht wurde. So. Wir gehen jetzt nochmal dahin, wie gesagt. No. Nicht vergessen, das nehmen wir natürlich so dann nicht an. Das ist nur zu Testzwecken hier, was ich jetzt mache. Wir gehen dann natürlich auf normalen Wege dann dahin. Und wir sind so, wir sind in den Ding hier schon so viele Ecken und Wege gerannt, die nicht unbedingt sind. Nee. Da runter wollen wir auf keinen Fall. So, wir wollen jetzt, wo wollen wir hin? Wo sind wir denn jetzt hier? Ey, hör mal auf, hier runter zu rutschen. So. So. Wir speichern das also nochmal hier. Nee, bist du irre, hier hin. So. Das Blöde ist, die nehmen die Witter mich trotzdem näher. Ja, und ich weiß gerade nicht. So, wo bin ich jetzt eigentlich? Natürlich blöd jetzt zu. Kannst du mal von diesen scheiß Bäumen hier runterkommen, Mann? Alter, das ist ja furchtbar. Ja, in die Richtung wollen wir, so ungefähr. So. Dann flutzen wir noch mal hier. Genau. So, da sind wir jetzt an Ort und Stelle, wo wir hinwollen. So. So, wir speichern das ganze Ding mal ab. So, hier, wie gesagt, den lassen wir. Wir sind jetzt hier bei der 134. So, na dann wollen wir mal. Wir benutzen die Windfaust, die Sturmfaust. Das ist ja einfach bloß eine stärkere Variante der Windfaust, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe die Zauber von dem Sumpfis hier nie wirklich großartig benutzt. So. Das Blöde ist jetzt natürlich, wenn wir hier Zauber testen wollen, das Vieh kommt schneller angerannt, als wir hier... Okay, die Sturmfaust ist das. So, die Sturmfaust. So, wir saufen Mana rein. Wir testen mal die anderen Zauber. Die Sturmfaust, wie gesagt, damit kommen wir hier vorwärts. Aber die Sturmfaust, was kam die? Die war jetzt auch nicht unbedingt billig. Wie viel brauchten wir dafür? Die letzten Zauberding, letztes Ding, das letzte hatten wir gerade nicht aufgeladen, oder? Was haben wir noch? Wir haben den Eispfeil. Den können wir hier rausnehmen. Telekinese. Monster schrumpfen. Pyrokinese probieren wir mal aus. So. Pyrokinese. Was macht die Pyrokinese mit dem? Macht das schon mal nicht. So.
Sturmfaust war jetzt alle, oder? Was macht die Wind, die einfache Windfaust? Die wäre billiger. Ja. Toll, ging daneben. So, jetzt überlege ich gerade, warte mal, wir laden nochmal neu, probieren das nochmal nur mit der Windfaust aus. Ich will wissen, wie viel ich davon kaufen muss. Nicht, dass wir dann, weil die Windfaust ist billiger. So, wir nehmen die Windfaust. Wir machen, probieren mal nochmal die Windfaust hier aus. Auf der neuen. Ja. So, wie viel macht, wenn wir die aufladen jetzt? Pass mal auf, wir laden das mal auf. Guck mal. Ist aufgeladen, oder? Macht 120 Schaden. Also 4 oder 5. So. Nein. Okay, Windfaust, Sturmfaust ist der ist also das, was wir hier brauchen. Habe ich mir schon fast gedacht. So, okay. Dann gehen wir jetzt den normalen Weg. So. Wir machen das Ding hier natürlich jetzt aus. So, laden natürlich das Ding, ne, damit er wieder die normale Größe hat, die wir haben wollen. Ja, da müssen wir jetzt noch mal einen kleinen Lauf hier machen. Wir brauchen unser Sumpflager-Teleport hier. So. Wir müssen an den Wassermagiern müssen wir ja eh vorbei. Da können wir dann auch ein paar heilende Säftchen hier mitnehmen. Ja. Wo ist der Typ jetzt? So, wir flitzen dann natürlich denselben Weg lang, wie wir schon mal hingegangen sind zu dem Golem da. Machten sich die Novizen auf in die Lager, ja. Die Worte des Schläfers so zu predigen. Das Ding überspeichern wir jetzt, brauchen wir nicht mehr. Zu überzeugen. So. Balkadar. So, tauschen. Ich möchte Schriften. So, was kam mir jetzt in eine Sturmfaust hier? 90. Hm. Wir kommen jetzt billiger. Warte mal, wir kaufen mal 2, 3, 4. Davon. Und davon nehmen wir mal. Müsste eigentlich reichen, oder? Da haben wir jetzt 470 Kröten hier. Du kannst von mir aus, kannst du den Lichtzauber zurückkriegen. Du kannst die Heilung behalten, wir mal. Kettenblitz. Bring den mit. So. Und du kriegst einen Teleport zu den Wassermagiern hier. So. Verwandlungsspruchrollen verkaufen wir. Wir verkaufen auch die Fleischwanze Spruchrolle. Im Normalfall würde ich sagen, wir behalten sie. Aber ich kann sie eh nicht gebrauchen. 470. So. Feuerpfeil. Du kannst Feuerpfeil. Feuerball, Feuerpfeil, Feuersturm. Ich glaube, wir haben schon eine Feuerpfeilrune mal verkauft. So. Schade, dass. Nein, lass mal stecken. Ja. So, 470. Naja. Wir kommen einfach nicht drum herum. Das kann ich jetzt leider nicht ändern, dass wir hier wieder. 470. Dann nehme ich mir auch noch 3. Genau. Wir wollen ja nichts schenken hier. Zur gleichen Zeit machten sich die Novizen auf in die Lager, die Worte des Schläfers zu predigen, um mehr. Ist natürlich schön, wenn wir das Erz gegen Erz tauschen. So. So, Kronos, wo ist der? Der hier. Magie zu Ehren. Tauschen. Nee, der andere hatte doch die Tränke. Hier, wo ist der?
Mix hier. Nee, Riordian. Wer ist denn jetzt Riordian? Du hier. Ja. Magie zu Ehren. Hör auf zu quaken. Mach einfach. Das war keine. Zeig mir das. Warte mal. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Warte mal. Lehre mich die. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Tränke werden am Alchemietisch hergestellt. Gebe die benötigten Reagenzien in den großen Trog und koche sie. Fülle das Gemisch dann in den. Ja, ja, ist ja gut. Dann stehe ich davor und weiß wieder nicht, wie es geht. Ich bin verletzt. Ich bin durch mein Wort. Ja, 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 ja. Zeig mir das. Der hat schönes Art hier, aber. Das müssen wir jetzt nochmal investieren hier. Nützt alles nichts. Ich wüsste, wir haben ja diese scheiß Krallen hier abgekauft. Also was ist mit diesem Marvin, der hier rumsteht, gekauft? Der hat uns diese Krallen gelumpt ab. Ich glaube, das hatten wir schon probiert gehabt, oder? Mit negativem Ausgang. Ja. Jo. Der Weg, wo wir jetzt hin wollen, müsste ja eigentlich frei sein, oder? So. Ob wir heute schon mit Xardas noch reden können, weiß ich nicht. So. La 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 la. Oh. Yeah, yeah. Hi ho, Kumpel. Ja, hi ho, Kumpel. Ich geb dir auch gleich hi ho. Pass auf, jetzt kommt ein extra nochmal hier, ey. Jo, wo haben wir denn den Scheiß hier? Hier, hä? Lass mal. Ja, wenn wir jetzt. Kann ich nichts anfangen. Ja, wer kann denn mit dem Kram was anfangen, sag mal? Ganz ehrlich. Was kotzt man sowas? Jo. Es ist echt behämmert hier in der Definitive. Ah, scheiße, das ist der falsche. Das ist echt sowas von. Sowas Dämliches hier, ganz ehrlich. Dass ich hier den Scheiß hier irgendwo loswerden kann. So. Konnte der hier, der konnte was dazu anzubieten. Damit kann ich nicht dienen. Solange ich damit nichts zu tun habe. Was? Was hat die Frage ist doch, was hast du anzubieten? Ich bin sie. Damit kann ich passen. Ich hätte eine größere Lieferung an Krallen. Nein, nein. Ich hab's dir schon tausendmal erklärt. Ja, 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 ja. So, da flutzen wir nochmal dahin. Ach, scheiße. Ich bin müde. Der rutscht immer weiter hoch hier, kann das sein? Ja. Hab ich beim letzten Mal schon angemerkt. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Warst ausgeruht und bist geschlafen. Ja, ich musste es immer besser wissen. Ich weiß immer alles besser. So, ja. Na, lauf mal. Ja. Immer alles hier irgendwie abändern, Mann. Ja, na klar, ich will eigentlich Mods, damit es abgeändert ist, ist richtig. Aber nicht so, das ist doch doof. Lass doch einfach einen Scheiß, wie er ist, pack ein paar Quests dazu und fertig. Anständige Quests. Ja, was sind anständige Quests? Anständige Quests sind nicht hier. Leg erstmal die 100 hier Orks um dein Ziel zu erreichen, sondern hier, ja. Ein paar oder so, das gehe ich mit, aber nicht hier. So, wir haben jetzt nicht die Überfülle an Gegnern hier, aber. Ist da nichts Neues? Mit euch irgendwas? Bauer. Die Bauern sehen durstig aus. Aber eins für dich muss nicht gleich jeder wissen. Jo. So. Ich habe eigentlich eine Abneigung inzwischen gegen diesen Speedmod hier entwickelt. Halt voran Enolum. Grüße an Enolum, geht trotzdem irgendwie raus. Weil er benutzt ja bei Returning bei 3-mal ein Self-Game. Benutzt er ja auch ständig den Speed-Mode, obwohl wir uns alle einig waren am Anfang des Projektes, dass wir es nicht machen. So. Aber anderes Thema. Gehört hier nicht her. So, und hier benutze ich den jetzt einfach, weil der Kerl hier sonst so langsam ist. Der ist ja gerade mal schneller als das normale Gelaufe hier. Das ist deswegen, damit wir hier in der Runde hier mehr sehen als nur die Landschaft. Ich
meine, bei sowas wie Returne, ich meine, das Ding ist voll mit Content, also das schaffst du auch. Das schaffst du genug. So. Da brauchst du nicht rennen, um irgendwas zu schaffen. Das ist Schwachsinn. Absoluter Käse. So. Wenn man natürlich wäre, dann natürlich eine halbe Stunde lang Banditen bekämpft, direkt nicht speichert und die von vorn bekämpfen muss, ja, dann liegt es bestimmt nie am Speed-Mode oder am Nicht-Speed-Mode, wenn man nichts schafft. Ja, die Speicherfunktion ist nicht ohne Grund drin im Spiel, aber wie gesagt, anderes Thema. Ich will nichts Falsches sagen hier über ja, ich will da niemanden hier, auch weil ich es vielleicht schon zu viel gesagt habe. Aber es sind halt so Sachen, die gehen mir tierisch ein bisschen auf den Sack, sowas. Ja. Wenn ich direkt mit dem, was ich bei unserem Projekt jetzt gesehen habe, ja, ich sehe die Folgen selber erst, wenn sie online gehen auf YouTube, kann ich erst quasi einen Monat später darauf eingehen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd, da, ne? Da erinnert sich ja keine Sau mehr dran. Nö. Warum ich da so abgehe? Oh. Das ist, ich sag's mal jetzt so, weil wenn wir mal wieder, oh Scheiße, so ein Projekt machen, hier mit nach Dreimann ein Safe Game, Nachfolgeprojekt oder sowas, und wer sich da berufen fühlt mitzumachen hier mit uns, der möchte auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung hier Let's Play technisch mitbringen, weil wir suchen inzwischen unsere Mitspieler, unsere Kameraden da nicht mal danach aus, ob derjenige einfach nur Bock hat, sondern ob er auch Let's Play technisch was auf dem Kerbholz hat, so erfahrungstechnisch, und sich auch mit dem ganzen Drumherum so auskennt und alles, Bearbeitung der Folgen, Hochladen und so weiter und so weiter. So. Das ist wichtig, das ist echt wichtig, Leute. Ja. Aber es sind so Erfahrungen, die man im Leben macht, also. Ja, man lernt draus. Man zumindest versucht man es. So, pass auf. Ja, wir versuchen erstmal die Sturmfaust. Ja, da geht es vielleicht ein bisschen schneller. Wir sind bei 27. Mein Ziel, also dieses ewige Seier vom Xar, das werden wir uns wahrscheinlich heute nicht mehr anhören können. Wahrscheinlich doch erst in der nächsten Folge. Hatten wir uns das jetzt angelegt? Wo ist denn meine Sturmfaust? Meine Sturmfaust ist weg! So, wir müssen uns natürlich so hinstellen, dass wir den treffen, dass der nicht angerannt kommt. So. So. Genau wie ich es mir gedacht habe, rennt das Ding an den Felsen an. Ich weiß auch nicht, ob Piranha Bytes sich das mit dieser Magie, wie wir es gerade machen, auch schon so ausgedacht hat. Und wir den nur mit der stumpfen Waffe immer besiegen konnten, weil Piranha Bytes da Mist gebaut hat. Und die definitive Edition hat sie so quasi richtig gestellt. Das kann natürlich auch sein. So, aber ich weiß es eben nicht, woher, wieso das so ist. Sag mal, willst du mich verarschen? So. Ich meine, es ist schon komisch, war immer schon komisch. Für die anderen beiden mussten wir hier Zauber einsetzen, Feuer und Eis halt. Und bei dem hier, die Haue. Ja. Hat mich immer schon ein bisschen, naja, jetzt nicht mich gestört, aber gewundert halt. Sag mal, was ist denn das? Triff doch den scheiß Affen dort. Das ging gerade beim Testen, hat das super funktioniert. Und jetzt auf einmal nicht mehr. So, das ist das. Das kotzt mir an, ja. So. Ich will nicht zu nahe ran, sonst kommt er ja angerannt. Jetzt haben wir natürlich eins von den Dingern hier.
komplett verschwendet. So, dann nehmen wir jetzt das Ding hier. Wir süffeln noch mal eins rein, nützt alles nichts. So, wir speichern das mal sicher auf den hier. Nee, auf den hier. So, dann nehmen wir jetzt noch mal die Windfaust. Ist zwar das schwächere Zauber, aber solange der das jetzt. So, hervorragend. So. Jo. Ach komm, jetzt hier sauf rein und fertig. So. Ich habe natürlich entscheidend zu wenig Mana hier, muss ich auch sagen. So. Die anderen beiden holen wir uns jetzt noch. Dann kann ich das hier so schnell, so schön hier. Ja, nee. Eisfrei. Was brauchen wir jetzt? Feuer. Feuer brauchen wir. Feuersturm. Reicht der Feuerball auch? Und die haben wir ja sowieso, die Zauber. Jo. Die sind ja jetzt nicht unbedingt schwer. Das Golem-Rätsel. Jo. Eispfeil hatten wir hier. Jo. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse wir für so einen, mit so einem Eisfall brauchen bei dem. Oh. Geht. So, zack, hätten wir. So. Jo, Moment. Herz eines Steingolems. Wieso haben wir kein Herz eines Steingolems? Den haben wir doch eigentlich ausgeräumt, oder? Oder ist es hier bei Neues schon wieder runtergerutscht? Herz eines Steingolems, genau. So, da haben wir alle drei. So. Ja, es ist gut, dass ich doch mal nachgeguckt habe, hä? Mann, bin ich schlau, oder? Schlau genug, den direkt liegen zu lassen, als erstes. So. Das nennt man seinen Verstand benutzen. So, okay, da würde ich sagen, wir machen hier vor Xalas Turm jetzt Feierabend. Ich hoffe mal, die Kollegen haben jetzt nicht noch mehr hier hingepackt, das was uns jetzt hier aufhalten könnte. Können wir hier hochgehen, um so pompös hier oben zu stehen? Nö. So, gut. Dann gehen wir das nächste Mal zu Xalas. Jo, speichern wir das ab. Dann wünsche ich einen wunderschönen Feierabend. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, mit Xalas reden. Ciao.